Guten Tag, herzlich willkommen auch zu unserer Pressekonferenz mit unserem Trainer Lucien Favre und ich bitte um Ihre Fragen an den Coach. Ich sehe nicht so richtig, wer es ist. Tobias Jören vermute ich. Ja, richtig geraten. Wunderbar, bitteschön. Vielen Dank, Herr Favre. Herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen in der Champions League. Jetzt hat es zwar mit dem Gruppensieg nicht geklappt, zumindest heute noch nicht, aber das Achtelfinale ist gesichert. Wie fällt Ihr Fazit aus heute Abend? Oh lala, das ist schwer zu verstehen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Fazit, wir sind qualifiziert. Vor ein paar Wochen, wir hatten 3-1 dort verloren. Wir haben die Situation wieder sehr, sehr positiv gemacht. Wir sind definitiv qualifiziert für die Champions League. Und das ist das Wichtigste. Es fällt ein Sieg, aber wir sollten gewinnen, weil es ist für mich kein Penalty. Und wir kriegen wieder ein Penalty, das ist nachher 1-1. Wir haben trotzdem ein paar Torchancen gehabt, wo wir konnten das besser machen. Aber insgesamt, es war ganz okay, unser Spiel. Wir haben ohne Haaland gespielt, ohne Emre Can, sonst sind noch ein paar Spieler, die sind angeschlagen heute Abend und ja, wir können zufrieden sein. Wir sind qualifiziert und wir haben das geschafft. Wie ich kann noch einmal das sagen, vor 3-4 Wochen haben wir dort gespielt und es war Ende der Welt und jetzt wir sind qualifiziert. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Ja, hallo auch von mir. Guten Abend. Ich fand, die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit über weite Strecken ein sehr kontrolliertes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit ist das nicht mehr so gelungen, das Spiel zu kontrollieren. Gerade hinten raus hatte Rom sehr gute Chancen. Ist das dann auch ein bisschen Thema Müdigkeit oder worauf führen Sie das zurück? Ja, Sie haben recht. Wir haben sehr gut angefangen. Erste Halbzeit war ganz okay. Wir haben auch unsere Möglichkeit in der zweiten Halbzeit, zwei, aber es ist nicht viel. Aber Sie haben recht, diese Mannschaft ist sehr, sehr schwer und, zu spielen. Und Feststellung, Sie haben viele Tore nach 90 Minuten gemacht in Torino. Es war 3-2 für Torino. Am Ende sie machen 3-3, 4-3 gegen Juventus. Es war 1-0 für Juve. 1-1, 90. Minute gegen 4-5 Mannschaft. Das meint, sie haben eine, ja, sie sind sehr gut auch. Und wir waren besser auch in der Restallzeit. Wir sollten das besser machen in der Restallzeit, unsere Torchance zu machen. Nicht viel, aber trotzdem, ja, es war ein, zwei große Möglichkeiten. Aber insgesamt, wir sollten 1-0 gewinnen, weil für mich, es war kein Penalty. Und wenn du 1-0 gewinnst, du bist, ja, ist ganz okay. Aber 1-1 ist ganz okay auch, wir sind qualifiziert. Nur das zählt. Coach, ich glaube, was den Strafstoß angeht, herrscht Einigkeit. Ich habe jetzt relativ viele Journalisten getroffen in der letzten halben Stunde und ich habe noch keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, dass es ein Elfmeter war. Wir machen gerne weiter mit den Fragen. Heinz Büse von der Deutschen Presseagentur. Herr Favre, haben Sie schon irgendwelche Informationen zu Mats Hummels? Nein, er ist noch mit dem Doc in die Kabine und ich kann nicht sagen, ich weiß nicht genau. Mehr kann ich nicht sagen. Es war ein Schlag, hat Fußgelenk nicht gedreht, denke ich, wenn man sieht am Fernsehen, aber trotzdem viel Schmerz. Markus Bark. Markus, wir hören dich nicht. Markus, wir hören dich nicht. Okay, fest steht ja, dass Erling Haaland ausfallen wird die kommenden Wochen. Heute haben sie es mit Hazard Reus probiert.
Ist auch angedacht, dass Moukoko in den kommenden Wochen mehr Einsatzzeiten bekommt oder wie wollen Sie den Ausfall eines so wichtigen Spielers handeln? Es ist nicht nur Erling Haaland, der nicht da war. Emre Can war nicht da, Meunier war nicht da. Sie sind verletzt auch. Und hoffen wir, dass kein anderer Spieler verletzt wird. Nach dem Spiel von heute, ich denke an Hummels, Delaney, so, es ist, ja, und weil, aber für Ihre Frage, wir haben auch mehrere Spieler, die können nach vorne spielen, Julian Brandt kann falsche Stürmer spielen, auch Thorgan Hazard, Marco Reus, natürlich, wir werden sehen für Youssoufa, aber noch einmal, wir müssen müssen sehen, was wir machen können. Es war unerwartet, dass er heute verletzt war. Wusste nicht, wir haben gestern trainiert und er hat dann schon gestern etwas gespürt, aber wir wussten nicht. Und leider ist er nicht da bis Anfang Januar. Wir werden sehen. Sebastian Wessling. Sie haben auch Rafael Guerrero ausgewechselt. War das einfach, weil er nach seiner Pause nicht so ganz fit war oder war der jetzt auch angeschlagen? Nein, er konnte nicht mehr weiter. Er hat ein wenig gespürt und er sollte unbedingt raus. Mal sehen. Tobias Jürgen. Herr Favre, Ihre Mannschaft hat den Gruppensieg selbst in der Hand. Jetzt so mit Blick auf die ganze Belastung, wie wichtig ist Ihnen Platz 1 in der Gruppe? Ist das was Entscheidendes für Sie oder zählt für Sie nur die Tatsache, dass Sie in der K.O.-Phase sind? Ja, wir werden sehen. Ich denke momentan an unsere Spieler, die verletzt sind. Und den Rest interessiert mich nur die Qualifikation. Der erste Platz, sorry, das ist nicht relevant. Es ist gut, wenn wir das schaffen, aber wir haben uns qualifiziert. Noch einmal, niemand muss vergessen, nach dem Spiel in Lazio haben alle gesagt, es war Ende der Welt und jetzt wir sind qualifiziert, schon definitiv. Lazio ist noch nicht qualifiziert. Schau noch mal in die Runde. Da geht kein Arm hoch. Das bedeutet, dass alle Fragen beantwortet sind, Coach. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Bis dann. Tschüss.